Also ich wohne ja in einem Mehrparteienhaus. Insgesamt 8 Briefkästen gibt es bei uns für 8 Wohnungen. Dabei sieht das Haus eigentlich so groß nicht aus. Das ist aber nichts im Vergleich zu einer Hütte im Sachsenwald im Herzogtum Lauenburg. Sage und schreibe 21 Briefkästen gibt es da. Nicht etwa für 21 Wohnungen, sondern für 21 Firmen, die ihren Sitz dort haben. Mehr dazu hört ihr gleich in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 17. Oktober. Ich bin Jan-Melchior Bonacker und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Tierpark Neumünster vor Insolvenz, Millionensumme für Rettung nötig. Krankenkassenbeiträge steigen 2025 und neuer Termin für 56-Stunden-Sperrung der A7 zwischen Rendsburg und Ofschlag bekannt gegeben. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Eine einsame Hütte mitten im Sachsenwald im Herzogtum Lauenburg. Nein, das ist keine Hexenhütte, kein Knusperhäuschen, sondern anscheinend der Firmensitz von ganzen 21 Unternehmen. So ergab es eine Recherche der Böhmermann-Sendung ZDF Magazin Royal. Die Hütte soll eine Steueroase sein. Und das aus einem kuriosen Grund. Weil sie zu keiner Gemeinde gehört, darf der Landeigentümer die Steuerhöhe bestimmen. Das ist in diesem Fall der Gutsbesitzer. Und das ist wiederum kein anderer als Gregor von Bismarck, Ururenkel des ersten deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck. Das klingt echt abenteuerlich, oder? Mein Kollege Eckhard Gehm hat sich die Sache mal genauer angeschaut. Sag mal, wie hoch oder besser wie niedrig sind denn die Steuern in dieser Oase, Eckhard? Also der sogenannte Gewerbesteuerhebesatz beträgt im Sachsenwald 275%. Im Vergleich zu Hamburg, wo viele der 21 Unternehmen wohl tatsächlich ihren Sitz haben, ist das gering. Dort liegt er nämlich bei 475%. Fairerweise muss man sagen, dass es in Schleswig-Holstein noch 2 Gemeinden mit einem geringeren Hebesatz gibt, nämlich Hamfelde im Kreis Stormarn und Tumbi im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit jeweils 250%. Da hängen dann aber nicht 21 Briefkästen an einer Waldhütte. Was sagt denn der Bund der Steuerzahler zum Beispiel dazu? Der Bund der Steuerzahler sieht keinen Grund für größere Aufregung. Präsident Alois Altmann sagte mir, man gehe im Moment davon aus, dass alles seine Richtigkeit habe. Jede Firma ohne feste Produktionsstätte sei frei, sich einen Sitz in einer Kommune mit einer möglichst niedrigen Gewerbesteuer zu suchen. So hat die Gemeinde Norderfriedrichskoog im Kreis Nordfriesland lange Zeit gar keine Gewerbesteuer genommen, woraufhin große Unternehmen Tochterfirmen dort ansiedelten, darunter zum Beispiel die Deutsche Bank. Schleswig-Holstein hat daraufhin beschlossen, dass der Hebesatz einer Kommune mindestens 200% betragen muss. Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, warum wird denn der Sachsenwald nicht einfach eingemeindet? Die Nachbargemeinden haben sich in der Vergangenheit mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, dass der Sachsenwald eingemeindet wird. Sie bekämen eine große Waldfläche, die Kosten verursacht, etwa für den Unterhalt der Wege, aber keine neuen Bürger, die Steuern zahlen. Der Steuerzahlerbund rät deshalb davon ab, das noch einmal zu versuchen. Das war Eckhard Gehm aus unserer SH-Redaktion. Seine Analyse zum Thema packe ich euch natürlich in die Shownotes. Das Zuhause von Schildkröte Lotte, Eisbären Larissa und vielen anderen Tieren ist bedroht. Der Tierpark Neumünster steht vor der Insolvenz. Ich musste bei der Nachricht zugegebenermaßen erstmal an meine alten Benjamin-Blümchen-Kassetten denken. Die Lage ist aber sehr ernst. Mehr als 1 Million Euro benötigt der Tierpark. Helfen will auch die Stadt Neumünster. Unser Reporterchef vor Ort, Hannes Harding, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Hannes, jetzt mal ganz konkret. Was lässt sich denn die Stadt diese Tierparkrettung kosten? Die Stadt Neumünster wird die Tierparkvereinigung mit bis zu 1,2 Millionen Euro unterstützen. Einmal um die Insolvenz abzuwenden, vor allem also um Defizite bei Personalkosten, Energiekosten und Futterkosten für die Tiere zu decken. Gleichzeitig will man aber auch den Tierpark professionalisieren, gegebenenfalls mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer ausstatten. Und auch für diesen Zweck ist Geld in dieser Summe vorgesehen. Ganz ohne Widerspruch läuft sowas ja aber normalerweise nicht ab, oder? Nein, das stimmt natürlich. Ganz ohne Widerspruch geht so etwas nie über die Bühne. Bei Tierpark-Themen scheiden sich die Geister. Tierschützer wie die Organisation PETA stehen Befürwortern von Tierparks und Zoo weitestgehend unversöhnlich gegenüber. Da gibt es immer Stress. In diesem Fall hat die Politik aber pragmatisch gehandelt. Sie hat sich für die wirtschaftliche Zukunftssicherung des Tierparkes ausgesprochen und dafür Geld bereitgestellt. Aber auch das blieb nicht ohne Widerspruch. Die Mehrheit war zwar groß, aber die Grünen stimmten dennoch gegen dieses Rettungspaket, weil sie befürchten, dass dieser Tierpark sich zu einem Fass ohne Boden entwickeln könnte
Und in diesem Zusammenhang verwiesen sie darauf, und das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, dass die Stadt Neumünster vor erheblichen Sparanstrengungen steht. Das Defizit wird mutmaßlich im kommenden Haushalt bei 40 Millionen Euro liegen. Es ist unklar, ob die Kommunalaufsicht den Haushalt überhaupt genehmigt. Und in so einer Situation so viel Geld kurzfristig bereitzustellen, das wollten die Grünen nicht mittragen. Das war Hannes Harding aus Neumünster. Danke, Hannes. Den Artikel über das Rettungsszenario für den Tierpark verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Im September hatten Autofahrer im Raum Rendsburg nochmal Glück. Die 56-stündige Sperrung der A7 Richtung Norden wurde spontan abgesagt. Jetzt steht allerdings der Nachholtermin fest. Am Freitag, den 15. November um 21 Uhr wird bis zum frühen Montagmorgen, dem 18. November, die Autobahn zwischen dem Kreuz Rendsburg und Aufschlag vollständig gesperrt. Hintergrund ist der Neubau der Radarhochbrücke. Die Krankenversicherung könnte für viele gesetzlich Versicherte im kommenden Jahr spürbar teurer werden. Experten des sogenannten Schätzerkreises haben für das Bundestagswahljahr 2025 eine rechnerisch nötige Beitragssatzerhöhung um 0,8 Punkte auf 2,5% vom beitragspflichtigen Einkommen ermittelt. Das gibt das Bundesamt für Soziale Sicherung BAS in Bonn bekannt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte, eine wesentliche Ursache für die steigenden Beiträge seien im Rekordtempo steigende Ausgaben für Krankenhäuser. Mehr dazu lest ihr im Artikel in den Shownotes. Und das war's dann auch heute wieder. Die nächste Folge bekommt ihr am Freitag, den 18. Oktober um 5.30 Uhr an gewohnter Stelle. Alle Themen gibt es natürlich auch auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Und jetzt habt einen guten Start in den Tag.